Tonight's the night. Get the tools. Let's go. Hallo und herzlich willkommen nochmal zu einem kurzen Extra in Sachen Chemtrails. Viele haben mich gefragt, ja, warum sage ich da immer Chemtrail-Deppen und bin da so deutlich und sage Chemtrail-Joten. Gibt mehrere Gründe dafür. Erstens mal ist diese ganze Verschwörungstheorie, ich habe schon mehrfach gesagt, wirklich vollkommener Schwachsinn. Wenn es die atmosphärischen Bedingungen erlauben, ist der Himmel auch noch komplett blau. Und es ist halt so, durch den zunehmenden Flugverkehr gibt es halt mehr Kondensstreifen. Und wenn die Bedingungen es eben erlauben, dann breiten sich diese Kondensstreifen auch im Laufe des Tages immer mehr aus und bedecken dann zum Teil wirklich den ganzen Himmel ab. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Das ist alles vollkommener Blödsinn. Genau, Kachelmann. Kondensstreifen, das sieht man auch mit einer Pellikamera. Die gehen immer schön weg, wenn das Flugzeug fliegt. Gift, wer kommt denn auf sowas? Niemals. Und wenn viel Flugverkehr ist, sind es ganz lange Kondensstreifen. So mit Überlänge quasi. Die gehen nicht weg. Aber wenn Kachelmann sagt, das sind Kondensstreifen, ist das so. Dem Mann kann man vertrauen. Sich gesagt, hey, das ist eine gute Idee, damit kann ich mit meinen Quatschideen noch ein bisschen andere Leute erreichen. Leute, die sich Sorgen machen, die denken, oh, die Amerikaner machen sicher immer irgendwas Böses, und Leute, die auch ökologisch sehr bewusst sind, die immer denken, ja, da ist Gift und womöglich ist das wirklich so. Ja, ist ja gut, jetzt bleibt mal ruhig, Brauner, komm mal auf den Teppich. Wir haben es ja verstanden, aber mal was ganz anderes. Und zwar habe ich hier mal eine Karte gemacht. Ich muss hier mal ein klein wenig ausholen vielleicht. Mal wegen bösen Amis und Flugverkehr und nur mal so zum Zeigen. Die Region Südwestpfalz-Saarland, das ist jetzt nicht die bekannteste Region in Deutschland. Ich habe mal Kaiserslautern markiert als Orientierung. Da ist noch Maastricht in der Nähe, was groß ist. Das sind dann auch nur ca. 300 Kilometer. Nach Lüttich ist ein großer Flughafen und in die andere Richtung Stuttgart, das sind dann auch nur 200 Kilometer. Frankfurt sind 100, 250 Kilometer circa. Man sieht hier militärische Flughäfen, die sind dann mal rot. Zweibrücken war bis 1991 militärischer Flughafen und da kann man sich ja dann vorstellen, Ramstein Airbase, da geht es schon ab, stellenweise. Als das Satellitenfernsehen oder das Kabelfernsehen aktuell wurde, war man in manchen Regionen so quasi satellitenschüsselgeil, dass ganze Ortschaften, ganze Städte dürfen überhaupt keinen Kabelanschluss haben. Das war einfach zu teuer und zu ungewiss, weil jeder eine Schüssel hatte, die Straße nochmal aufzureißen, Kabel zu legen. Also legte man eben das Kabel nur in Neubaugebieten oder wo die Straße jetzt eh aufgerissen war und nicht dort, wo jeder eine Schüssel hatte. Ich weiß nicht, ob es anderswo so extrem ist wie hier eben, aber wenn jemand in so einer Region wohnt und 30 Jahre Satellitenschüssel hat, kennt man den Unterschied zwischen den Pixelfehlern und zwischen Störungen, wie es früher war, durch Wetterkapriolen, wenn Schnee auf dem LMB lag oder bei starken Stürmen, egal, starker Platzregen, da ging das Bild weg. So, und wie ich jetzt darauf komme? Da fliegt doch wieder so ein Ding da oben rum. Nicht so schlimm wie sonst, aber sie sagten ja, Satelliten sollen gestört werden. Die schlechte Nachricht ist, RTL Sat.1 und das trifft es nicht. Ist doch nicht das Thema jetzt. Ich merke nun allerdings keinen Unterschied. Heute, gestern, vor 2 Wochen, vor 3 Monaten, letztes Jahr, vor 2 Jahren. Es wird immer schlimmer mit diesen Bildstörungen.
Und eben auch, wenn kein Schnee fällt, wenn die Sonne scheint, wenn kein Sturm ist oder Schlechtwetter schon unterwegs ist. Bei uns zieht das Schlechtwetter von Frankreich, Belgien ein. Wenn strahlend blauer Himmel, ja, blau, okay. Es dürfte klar sein, was ich meine. Ja, man prüft, ob die Verbindung stimmt. Es könnte ja auch was kaputt sein. Man schaut schon nach. Und ich schaue jetzt nicht oft Fernsehen. Deshalb ist es mir extrem aufgefallen. Also du glaubst ja schon, du wirst vom Pech verfolgt. Wenn du mal ein Fußballspiel oder irgendwas schauen möchtest, genau dann kommen diese Störungen. Ja, dann ist allerdings kein Unwetter. Und dann guckst du doch noch einmal, ob angeschlossen ist richtig. Dann schaust du doch noch einmal nach dem Kabel, schneidest ein Stückchen ab. Ja, könntest du nur schneiden. Ist mir so doof. So, Alter. Früher hatte ich noch jemand gefragt, aber bevor ich dann so doofe Antworten kriege, wie stecken Sie den Stecker rein oder... Ja, okay. Wie gesagt, so komme ich darauf, mit diesen Störungen und mit diesen Fliegern. Man geht ja davon aus, dass die Maschinen, die das versprühen, ohne Radar fliegen. Also sind sie militärisch. So viel zu die bösen Amis und keiner sprüht Gift oder was auch immer. Für die Nazis ist das eine Möglichkeit geworden, einfach andere Leute zu erreichen. Und deswegen ist es für mich einfach wichtig, weil ich die Freiheit habe, wenn man beim Fernsehen angestellt ist, dann darf man nicht sagen, dass Nazis da sind. Und man darf nicht sagen, dass die Zuschauer einen an der Waffel haben, weil das sind eben Zuschauer, die dann je nachdem wegfallen. Und deswegen hat man dort diese Freiheit nicht. Auf YouTube hat man diese Freiheit, weil ich finde, Nazis sollen diese Videos gar nicht erst gucken und Leute, die an Chemtrails glauben, auch nicht. Und deswegen ist mir das so wichtig. Hoppla, Sie waren wohl etwas zu lange in Deutschland unterwegs. Da wird die Nazi-Keule geschwungen. Na. Nun gibt es so viele Dokumentationen, offene Werbung, offene Berichte von Firmen, die etwas an dem Wetter herumbasteln. Es gibt eine Firma in Rosenheim, in Russland, in Australien. Und das ist alles bekannt. Und man kann ja wohl davon ausgehen, wenn das private Firmen machen und können, dass das Militär das erst recht kann. Und dass diese Wetterwaffe auch schon eingesetzt wurde, ist nun auch kein Geheimnis mehr. Also stellen Sie sich jetzt später, als Sie sind noch immer. Und wie, dass es Nazis gibt, darf man nicht sagen, das sagt jeder andere tausendmal am Tag. Genauso dürfen sie sagen, dass jemand was an der Waffe hat. Und glauben an Chemtrails? Wie darf ich das verstehen? Ist das jetzt eine Glaubensfrage? Nun entspannen Sie sich mal ein bisschen. Sie werden angepisst. Sie waren doch sonst immer so nett. Sie wollten doch das Wetter privatisieren. War nicht so gut diese Idee, hä? Da braucht man ja nicht lange zu suchen, wer das sein könnte, denen sie hier in die Quere gekommen wären. Da beschimpft man doch besser ein paar als Nazis, ne? Auch wenn man weiß, man verliert. Ich wehre den Anfängen, dass kleine, durchgeknallte Gruppen von Nazis andere Leute von so einem Schwachsinn überzeugen und damit eben an unserer Demokratie und an unserem Rechtsstaat anfangen rumzusägen. Es ist eben nicht weniger als das, auch wenn sich das ein bisschen groß anhört. Man merkt auch diese Militanz an den vielen Morddrohungen, die ich jetzt bekomme deswegen und das Volksgerecht wird dich rächen und alles diese Dinge. Und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, dass es A, keine Chemtrails gibt, dass B, etwa 80% der Leute, die daran glauben, Nazis sind und dass es C, eben wichtig ist, an diesen Schwachsinn nicht zu glauben. Wir werden nicht vergiftet und auch nicht aus Flugzeugen raus. Und tschüss. Wie so ein Papagei auf Ecstasy. Aber da stehen wir doch drüber. Mit Mordgedanken kann ich nur nicht dienen. Aber das bringt uns auch mit der Zeit um. Brought to mind, should've
acquaintance be forgot and old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, he'll take a cup of kindness yet. Trusty fire and jives a hand of thine, and we'll take a right good weary route.